Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edelweiss Customs. 100 Jahre Schleizer Dreieck. Und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das wird auf jeden Fall nächstes Jahr, 2023, ein großer Bestandteil für uns als auch für euch. Denn wir müssen euch definitiv mitnehmen und wir müssen da definitiv mitmachen. Anfangen tun wir mit dem Gebäude hinter uns. Vielen ist es euch bekannt, das ist das alte Stadt- und Zielgebäude. Das soll so wieder dastehen, wie es Mitte der 80er Jahre war. Also auf den meisten Postkarten vom Schleizer Dreieck ist das Teil irgendwo mitzusehen. Es war orange, es war voller Werbung aus DDR-Zeit und genau so soll es auch wieder werden. Das ist Teil unserer Aufgabe. Unsere Aufgabe ist aber auch, dass da drin eine ordentliche Ausstellung entsteht. Dazu helfen regionale Firmen, es hilft die Stadt Schleiz und es hilft sogar das Land Thüringen. Und ihr könnt da definitiv auch mithelfen. Was wir alles im Detail vorhaben, das zeigen wir euch gleich drin. Erst einmal bekommt ihr noch ein Bild, wie das ganze Teil mal aussah. Und so in der Art soll es auch wieder entstehen. Natürlich mit ein bisschen auch moderner Werbung bzw. halt auch Großsponsoren, die hier mit uns unterstützen. Definitiv wird das ein großer Bestandteil der Festwochen, die im Juni hier in Schleiz stattfinden werden. Also das heißt, 3 Wochen wirklich großes Bamborium-Spektakel rund um 100 Jahre Schleizer Dreieck. Und das ist wohlgemerkt die älteste Naturrennstrecke Deutschlands. Also egal welche Rennstrecke, Schleizer Dreieck ist älter. Das ist schon was ganz Besonderes. 100 Jahre, da ist viel passiert, da gibt es viel zu erzählen. Das ist eine Aufgabe, der wenden wir uns da drin zu. Das schauen wir uns jetzt an. Die Tür lässt schon erahnen, die hier nicht mehr ganz aufgeht, dass hier Handlungsbedarf ist und natürlich auch noch jede Menge DDR-Charme vorhanden ist. Und den Rest, den können wir uns hier drin anschauen. Da wartet auch schon Walle auf uns. Malermeister Walter. Er oder seine Firma ist eine, die uns mit unterstützt, beziehungsweise ist er eigentlich ein großes Zugpferd und hat auch die Ideen mit dazu gebracht. Wir wollen diesen Raum deutlich vergrößern, also hier werden jetzt zeitnah Abrissarbeiten anfangen und das Ganze soll am 10.06. vorgestellt werden als Ausstellung. Natürlich sind wir dann hier ringsherum noch nicht komplett fertig, aber die Ausstellung soll begehbar sein. Das Drumherum, also außen, das Konzept soll auch ersichtlich sein. Und wir wollen die 100 Jahre Schleizer Dreieck mit 10 Fahrzeugen entstehen lassen. Das heißt, wir fangen 1923 an, da war das erste Rennen, und lassen dann eben mit 10er-Sprüngen die Fahrzeugentwicklung auch darstellen. Wir haben jetzt hier mal ein bisschen was aus unserem Repertoire genommen. Wir haben jetzt hier eine Indien, die ist ein bisschen älter, haben aber so gesehen ein Fahrzeug aus den 10er Jahren, dann haben wir hier ein Fahrzeug aus den 30er Jahren und eine MZ aus den 50er Jahren. Und so, wir wollen aber wirklich echte Rennfahrzeuge nehmen, möchten wir dann den Besuchern zeigen, wie sich der Rennsport im Zweiradbereich entwickelt hat. Wir fangen dann auch an mit Dekoration, also ihr werdet, könnt ihr mir jetzt schon glauben, ihr werdet hier wirklich abgeholt werden. Wir fangen auf Schotter an, dann natürlich Beton, Teer, und so sieht man dann auch die Entwicklung nicht nur an den Fahrzeugen, sondern auch an der Straße und auch an der Umgebung. Gleichzeitig werden wir sehen, dass wir einen Formelwagen dastehen haben, ein Trabant soll da sein, wir haben 2 Gespanne, Renngespanne und das Ganze natürlich schön verpackt mit Sound, mit Informationen, multimedial ausgestattet. Und das Interessante dabei, ihr könnt es auch hier schon lesen, werde Teil der Geschichte. Und ihr könnt Teil dieser Ausstellung und dieser Überlegung, was wir hier vorhaben, werden. Und dafür ist nämlich unser guter Walle da, denn ich habe nicht ganz so den Einblick. Genau, und wir haben wegen der Ausstellung ein Spendenrennen eröffnet. Das findet man wo? Ja, also das Spendenrennen jetzt ist nicht so ein Rennen, wie man sich das vorstellt jetzt, dass man hier mit dem Motorrad rumfährt, sondern wir haben uns da was einfallen lassen für die Fans, dass die wirklich auch aktiv jetzt sich an der
an der Restaurierung, an der Rekonstruktion von dem geschichtsträchtigen Vorhaben, was wir jetzt alle haben, mit beteiligen können und sich mit einbringen können, also in Form einer Geldspende und dafür aber auch einen Gegenwert bekommen. Weil so als Firma, wenn man da was spendet, bekommt man seine Spendenquittung und so. Und ein ganz normaler Fan, der kriegt nichts. Und da haben wir uns halt dieses Spendenrennen einfallen lassen. Das heißt, im Internet, also ihr geht auf MSC Schleizer Dreieck und genau. Da ist das ist so ein Button, genau, ist so ein Button, da steht Spendenrennen. So, das ist ein virtuelles Rennen, also eine virtuelle Veranstaltung, was im Prinzip kein Rennen in dem Sinn ist, sondern es gibt 4 Fahrerklassen, die auf dem Schleizer Dreieck auch mal gefahren sind. Das ist einmal die Solomotorräder, die Formelrennwagen, die Tourenrennwagen und die Gespannklassen. Mhm. So, jetzt haben wir diese 4 Klassen, sind limitiert auf 100 Teilnehmer. Mhm. Und dass du einen Platz in diesem Spendenrennen dir kaufen kannst, kostet 50 Euro. Mit diesem Platz hast du deinen Platz in dem Spendenrennen und wenn 100 erreicht sind, ist voll. Und wenn du das möchtest, auch dein Name. So, und das ist jetzt dieser Service, diese Leistung am Museum, also an unserer Ausstellung, die dauerhaft sein wird, kommt außen ran eine Tafel. Ja. Die wird wie so eine Starttafel sein, wo jetzt auch wie beim richtigen Rennen dann die Fahrerfelder aufgeteilt sind. Und da kommt dein Name mit deiner Wunschstartnummer, kommt in dieses Fahrerfeld, schön, wo du dich jetzt eingekauft hast mit diesen 50 Euro. Gell? Ja. Und jetzt noch, warum das überhaupt Spendenrennen heißt. Also ein richtiges Rennen ist ja der, der vorne ist, gewinnt. Und in dem Fall gewinnt halt der, der am meisten spendet. Genau. Mhm. Aber wie gesagt, mit 50 Euro hast du deinen Startplatz, egal ob da einer 200 Euro spendet oder nicht. Wenn du in den 100 mit dabei bist, bist du drin. Und du hast so gesehen diese Ehrung sicher, dass du an diesem Gebäude fest montiert bist und dann halt in dieser Stadtaufstellung eben mit aufgeführt bist. Richtig. Also du bist dann für ewig, solange das Gebäude hier steht, bist du an diesem Gebäude mit. Du bist dann wirklich Teil der Geschichte hier. Und das war der Gedanke. Wer es aber nicht möchte, muss nicht zwingend mit seinem Namen. Nein, genau, muss nicht. Also man kann. Das ist unser Dankeschön an die Fans. Mensch, ihr habt uns unterstützt und jetzt kommt ihr hier mit ran und an so ein geschichtsträchtiges Gebäude. Und das Schöne an der Sache ist, nächstes Jahr ist ja die Eröffnung nachher von dem Gebäude. Und wenn wir das alles geschafft haben, denken wir schon. Jedenfalls, wenn diese Eröffnung ist, ist es am 10. Juni, an dem zweiten Wochenende, wenn diese historische Veranstaltung ist, dann ist auch die offizielle Präsentation auch dieser Tafel. Die wird dann schön verhüllt, wird dann freigelegt für alle. Und weil es ja ein Rennen ist, die ersten 3 Plätze werden prämiert. Und da gibt es eigentlich auch sehr interessante Preise. Du bekommst einen Siegerkranz, schön. Ja. Dann einen Pokal. Mhm. Dann bekommst du VIP-Eintrittskarten für die EDM, das heißt, du kannst überall hin, Startplatz, sonst wohin. Dann sind wir noch, dann ist noch geplant, dass du im Safety Car zu EDM mitfahren darfst oder in irgendeinem Auto innerhalb der Veranstaltung ums Dreieck. Da würde ich sagen, ist das Geld schon wieder drin. Ja, definitiv. Also. da lohnt es sich ja sogar, Geld in der Hand zu nehmen, weil das kannst du dir ja so gesehen gar nicht kaufen. Also denn das kriegst du ja gar nicht. Und das wird hier richtig als zu der Veranstaltung und Jahre wirklich richtig als Siegerring zelebriert. Also die werden mit nach vorne gebeten, die dann das gewonnen haben. Die kommen auf Siegertreppchen mit Nationalhymne und so, wie sich das gehört. Sehr schön. Ja, das ist so. Ich denke, das ist eine sehr schöne Sache, die sich auch lohnt. Und jetzt auch, muss ich einfach mit erwähnen, wir sind ja in der Vorweihnachtszeit, auch als Gutschein, als Geschenk ist das eine einmalige Sache. Denn, wie es hier eben auch steht, werdet Teil der Geschichte. Ihr könnt Teil der Geschichte von diesem Gebäude, von dieser Ausstellung werden und einen großen Teil dazu beitragen. Ich hatte ja am Anfang schon erwähnt, dass wir eben auch von der Stadt Gelder kriegen. Die Firmen, also alle Firmen, die hier beteiligt sind, machen das eigentlich für lau. Materialien versuchen wir natürlich mit den Geldern vom Land und von der Stadt abzudecken. Aber ihr wisst, wie sowas abläuft. Geld ist immer mau. Von daher ist das wirklich immer Eigenleistung von uns. Wir verschwenden unsere eigene Zeit, verplempern die hier. Aber weil wir haben natürlich die Vision, hier was Tolles zu schaffen. Und ich denke, zumindest haben alle von uns diesen Antrieb, dass das hier wirklich eine geniale Ausstellung werden kann. Und dazu bräuchten wir auch noch ein paar Fahrzeuge. Also, wenn ihr da draußen als Leihgabe oder auch im Verkauf wirklich rennhistorische Fahrzeuge habt, von 1923 an bis jetzt, dann dürft ihr die gerne uns anbieten bzw. uns kontaktieren. Wir leiten das weiter. Wir sind für die Betreuung auch verantwortlich. Also, das heißt, ihr habt mit uns schon den richtigen Ansprechpartner und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir
historische Fahrzeuge, die hier auch auf dem Staatser Dreieck liefen, wieder hier ausstellen dürfen. Also von daher, ihr kennt eure Hausaufgaben, tut uns einen Gefallen, schaut euch die Webseite an und natürlich, wenn ihr was Geiles im Keller stehen habt oder in eurer Ausstellung, was vielleicht zu viel ist, dann findet sich hier auch ein schönen Platz dafür. In diesem Sinne, wenn du nichts weiter zu sagen hast, wenn wir alles erwähnt haben. Ja, wie gesagt, Robert, dir auch nochmal schönen Dank. Alles gut. Mit deinem Engagement jetzt sozusagen, die mediale Reichweite ist wichtig. Ansonsten, nee, gibt nichts weiter zu sagen. Wir hoffen auf eure Unterstützung, weil ja, geht vieles nur gemeinsam und da kriegen wir auf jeden Fall ein richtiges, schönes Ding hier gebacken, was sich da echt lohnt nächstes Jahr. Es wird so oder so, ja. Wird es einmalig sein. Also, ja. Weil das Start- und Zielgebäude ist nun mal geschichtsträchtig. Ja. Hier drin eine Ausstellung zu haben, klar, wir sind platzmäßig begrenzt, aber das wird hier Arsch auf Eimer. Und da könnt ihr euch sicher sein, und ich denke, ihr habt ja auch schon ein paar Sachen von uns gesehen, dass wir da dahinter bleiben, dass das richtig, richtig gut wird. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr kennt eure Hausaufgaben. Wir hauen nochmal alle Links unten in die Beschreibung mit hinein. Und dann würde ich mich sehr freuen, von euch zu hören. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr Ideen dazu habt, was auch immer. Ich bin sehr gespannt. Und wir sehen uns dann beim nächsten geilen Video. Und hier sehen wir uns auch, hoffentlich bald wieder, wenn hier dann die Wände raus sind, wenn die Renovierungen losgehen. Das heißt, hierzu wird es auch immer wieder Videos geben, indem wir das Projekt begleiten und euch natürlich auch den Fortschritt zeigen. So, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen.